Das sieht alles so ein bisschen übel aus. Ich glaube, wir springen nach Hause und fangen mal an mit dem Einkaufsbummel, weil den wollen wir ja mindestens 2 Tage machen. Und ich hoffe ja, dass am nächsten Tag eine Schafsmission bei rumkommt. Aber hier ist echt nichts, ne? Hatten wir in unserem Waldgebiet hier hinten Pilze? Weiß das noch jemand? Nee, ne? Wisst ihr auch nicht. Prost! Wer keinen hat, der hust. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Jetzt ist mein Glück vorbei. Mein Finderglück ist vorbei. Mein Sammlerglück. Na gut. Dann ab nach Hause. So. Wir schauen mal kurz ins Gewächshaus. Das dauert eh noch, bis die Pflanzen fertig sind. Ich lasse jetzt mal den Röntgenblick drin, ne? Drinne, drinne. Dann springen wir mal in die Christine zum Einkaufen. Hallo, mein Freund. Wie geht's? Jo. Sieh dich um. Ich habe sicher das, was du brauchst. Jetzt haben wir den Röntgenblick zwar rausgemacht, Möchtest du handeln? aber es geht dann halt alles wenig schneller. Zuckel die Muckel, 2 Huhn, ein Gänse. Zack. Wir haben 348. 348 Pilze. Das ist doch echt mal eine Hausnummer, oder? Warum lande ich jetzt hier mal auf der Treppe? Egal. So, den brauchen wir. Nee, den brauchen wir nicht, aber den brauchen wir. Zack. Hey. Was ist los? Der Stern geht nicht. Der Stern funktioniert nicht. Aber egal. Pilze gibt es im Kühlschrank, natürlich. Und sie lassen sich sogar ganz leicht Hallo, kann ich öffnen. helfen? Möchtest du handeln? Sie lassen sich ganz leicht öffnen. Zack. Map, da sind wir. Da brauchen. Nein! Och nein! Ah! Hätte ich da nur nicht draufgeklickt. Warte mal, hier sind Tiere. Warte mal, warte mal. Habt ihr hier was zu verstecken? Ich glaube, die hatten wir hier alle weggesammelt, oder? Hier hatten wir alles weggesammelt. Warum seid ihr hier? So, noch einmal. Den hatten wir, den hatten wir. Dann brauchen wir jetzt diesen hier. Und zwar dort. Da ist der Pons. Ja, da angucken möchte ich nicht, dann leide ich zu sehr, liebe Schlange, dann leide ich zu Hallo, sehr. wie geht's? Möchtest Möchtest du du handeln? handeln? Ja, wir wollen ein bisschen Milch. Und den Rest auch. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. So. Zack. Dort sind wir, dort wollen wir hin. Darunter, genau. Orientierung. Wie ein totes Frettchen.
Obwohl, eigentlich habe ich heute gutes Auge bewiesen, als ich die Transportmission gemacht habe. Kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Hallo. Möchtest du handeln? Möchtest du handeln? So. Dann haben wir den hier an der Schanze. An der Champs-Élysées. An der Champs-Élysées. An der Michael, genau. An der Michael, natürlich, Mickey. Wie komme ich denn echt auf so eine anderen Sachen hier? Keine Ahnung. Ich glaube, das mit dem Schornstein und dem Haus hier, das so gewollt. Bestimmt. Bestimmt ist das so gewollt. Hallo, mein Freund. Hallo. Möchtest du handeln? Ja, ich möchte von dir Milch. Mit Ü und LSCA. Zack. Haben wir noch mehr? Nee, jetzt können wir eigentlich nach Hause fahren. Mehr Läden haben wir nicht. Wo ist der Pons? Hier ist der Pons. Oh Gott, was ist mit meinem Auto passiert? Wartet, Leute. Passt auf. Nur mal für die, die es noch nicht wissen. Da wollen wir hin. Nur für die Leute, die es nicht wissen, worauf ich hinaus will. Nee, hier ist der hier? Nein. Hier ist er nicht. Nö. Das war der Falsche. Das hier ist er nicht. Ist der hier größer als meiner? Gegenüber vom Baumarkt. Baumarkt ist hier. Nee, hier. Hier müssen wir dann hin, ne? Baumarkt. Da ist der Baumarkt. Der. Okay. Oh. Warum nach innen? Quasi hier. Dumm. Da ist er. Leute, da ist er. Das ist die Cobra. Kostet 192.000. Es sei denn, ich hätte 192.000 Sozialpunkte, dann würde mich das nur 96.000 kosten. Dann haben wir hier den Skorpion. Der kostet 180.000. Pons Bison. 165.000. Alter.
Welchen habt ihr gesagt? Welcher ist besser? Der Kobra oder nicht? Ihr habt doch gesagt, der Kobra ist besser, ne? Der bringt nicht viel mehr. Ich tendiere zu Kobra. Okay. Und diesen hier, diesen Bison? Taugt der was? Kobra, ja, okay. Davidina sagt auch Kobra. Und der Bison, der taugt was oder taugt der nix? Zwei bis drei Stämme mehr, also nicht wirklich. Bin ich mit meinem Traktor und meinem Anhänger schon ganz gut. Was ich jetzt nochmal... Hochleistungsgabelstapler. Also ich finde, der sieht fast so aus wie meiner. Wüsste nicht, dass der irgendwas besser kann. Was ich jetzt nochmal wissen möchte, guckt euch das mal hier an. Der große Anhänger. Der hier. Nee. Das ist ja ein PKW mit Anhänger. Mit dem würde ich, glaube ich, gar nicht durch die Wälder kommen, ne? Aber der hat einen langen Arm, ne? Oder kommt mir das nur so vor, dass der einen längeren Arm hat? Und der ist hier denn auch zu Ende? Nee, der hat keinen längeren Arm. Aber da war doch... Da war doch auf dem anderen Hof... Diesen hier. Kriegt man den noch nicht? Nee, den kriegt man tatsächlich noch nicht. Auf dem anderen Hof war doch dieser andere Anhänger. Ist der größer gewesen als meiner? Warte mal, ich spring da noch mal hin kurz. Das würde mich jetzt nämlich mal echt interessieren. Der Anhänger, der da steht, oder ist das der gleiche? Da. Das ist der gleiche. Okay, dann brauchen wir da nicht hinspringen. Das ist der gleiche, okay. Ich war jetzt nämlich leicht verunsichert. Ja, der Pons, 192.000, meine Lieben. Wir haben 156. Wir müssen noch mal ganz kurz nach oben auf den Berg zum Eier kaufen. Hallo, kann ich helfen? Ja, okay. Möchtest du handeln? Ja, wir brauchen Milch und Eier. Zack, zack. Damit haben wir unseren Einkauf beendet. Schauen wir jetzt nochmal kurz ins Gewächshäusle. Und dann gehen wir Bubu machen. Neuer Tag, neues Glück mit den Schäfchen. Das wäre echt gut. Honig wird wahrscheinlich noch keiner da sein. Nö, werden wir morgen sehen. Werden wir morgen sehen. Oh, halb zwei ins Bett gehen mittags ist doch auch eine Kunst, oder? Wir könnten jetzt noch kochen. Aber das würde ich mir ganz ehrlich bis zum Schluss aufheben. Ging doch jetzt recht schnell im Vergleich zum Onkel. Du warst gestern nicht da, oder?
Gestern habe ich gedacht, ich komme überhaupt nicht voran. So überhaupt gar nicht. Ich werde hungrig. Ich werde mal eins von den Millionen von Pilzen essen. Zack, wir sind jetzt topfrisch. Schauen mal nach dem Bienchen. Oh, Honig. Honig. Einen zumindest. Also gestern habe ich gedacht, ich komme überhaupt gar nicht voran, was das Ganze so betrifft. Ich weiß nicht, ich habe ein übelstes Gefühl gehabt gestern. So. Das ist gut. So, dann drückt mal die Daumen. Finde ein verlorenes Schaf, eine Transport. Reparaturauftrag, sehr schön. Das ist doch mal eine Maßnahme, oder? Was sagt ihr? Das ist doch mal eine Maßnahme. Da, 1200 Meter in diese Richtung. Wollen wir die rennen? Ja, die rennen wir, ne? Oder fährt der Bus hin? Könnt ihr auch per Anhalter durch die Galaxie gehen, aber nehmen wir mal diese. Meter in die Richtung, siehst du. Guck mal, da glänzen Grit ihre Augen wieder. Da glänzen die Grit ihre Augen. Genauso schätze ich mal, so wie Manu ihre Augen glänzen werden. Wenn wir gleich Schäfchen suchen. Zack. Oh, wir müssen die Schafsuche leider ein wenig verschieben, denn das geht nicht. Das kann ich nicht stehen lassen. Ihr werdet das doch hoffentlich verstehen, oder? Das geht so nicht. Die haben wir die Pilze schon wieder reingesammelt, die wir gerade gefuttert haben. So, ich glaube, das war alles, oder? Nein. Komm hier, bleib. Oh, mach hin, Macke. Nein. Nein. Oh. Ich hasse mein Leben. Wer sich jetzt fragt, was passiert ist, es fängt an zu regnen. Das heißt, unsere lieben NPC-Nachbarn sind alle wasserscheu. Das heißt es. Verdammte Axt. Heidet aus. Oh, bin ich gerade sauer? Der rennt auch vor mir weg. Heidet aus. Wer auch immer da den auf... Alter! Oh! Boah! Bist du derjenige, der den Auftrag hat? Nee. Wo ist derjenige, der den Auftrag hat? Der ist weg! Oh!
Oh, das ist jetzt echt nicht wahr, ne? Das ist jetzt echt. Ich bin stinkesauer gerade, ne? Aber richtig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich gerade innerlich kotze. Ja. Ey, das ist echt nicht normal, ich schwör's. Hallo, mein Freund. Halt die Klappe. Möchtest du handeln? Boah, ich bin gerade so dermaßen sauer. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Bissel aggro? A little bit. Das kann doch echt nicht wahr sein. Weißt du, die Händler, die stehen sich hier den Hintern bunt. Ob Regen, ob Schnee, ob irgendwas, weißt du? Hallo, kann ich helfen? Ja. Möchtest du handeln? Das ist doch nicht wahr. Ich möchte schreien. Jetzt kommt die Sonne wieder raus und die Aufträge kommen auch wieder raus. Ich hoffe es. Mach Regenschirm verkaufen. Das wäre mal eine gute Idee, Jens. Das wäre echt mal eine gute Idee. Ja, so kann es gehen, ne? Was soll ich sagen? Kannst Hallo, wie geht's? Machen. Hallo, liebe Miri. Möchtest du handeln? Einen wunderschönen Feierabend dir. Ach je, ach je, ach je. Das ist doch wirklich nicht wahr. Mäh. Das ist doch nicht wahr. Ich doch die Hände. Mann. Sonne. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? Ja, ich bin gerade etwas still. Ich bin gerade etwas so ein bisschen, so a little bit genervt. Ja, egal. Wir lassen uns davon nicht entmutigen. Wir gehen auf die Shoppingtour. Davon haben wir auch was. Können wir nachher schön kochen gehen. Und dann passt das schon. Ah, mei, da steht ja der Ponz da hinten. Bei der Champs-Élysées. Tja, wenn wir jetzt mit dem Kochen 40.000 zusammenkriegen, wäre ja mal eine Maßnahme, ne? Ich hab... Alles ist gut, Jens. Es ist ein offensichtliches Ärgern. Ein offensichtliches. Ein ganz offenes, weißt du, so... Hallo, komm näher! Möchtest du handeln?
Wenn du noch mal die Stimme hier so an den Tag legst, dann höre ich auf, mit dir zu handeln. Aber glaub mal dran. Da handelt nichts mehr. So, haben wir alle? Ich glaube ja, das war der letzte, ne? Nur noch der oben am Berg. Unser hier, unser hat ja nichts mehr. Den haben wir ja komplett leer gekauft. Beziehungsweise voll gemacht mit Kram und Gedöns. Vielleicht handelt er sich einen ein. Das ist eine gute Aussage, Hexerle. Das ist wirklich eine gute Hexe. Wollen wir handeln? Kannst du gleich eine einhandeln? Das ist eine gute Aussage. Gefällt mir. Nehme ich. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? So. Ich glaube, die nehme ich auch. Das wird wahrscheinlich hier meine Frau. Die wird mir gefallen. Die Annette, die Nette. Bisschen die Haare, aber die gefällt mir. Die nehme ich. Nee, Natalie. Natalie. Immer diese Gewalt. Ich glaube, du hast keine Ahnung von Gewalt. Huch. Warte mal. Dich fahren wir mal wie so ein bisschen hier so. Na, so. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zum Kochen über, weil was anderes können wir eh nicht machen. Ich wollte das zwar ein bisschen verschieben, ich habe aber die Hoffnung, es wird wahrscheinlich den ganzen Tag regnen, oder? Regen, Regen, Regen. 7. Und hier haben wir sogar 13. Oha. Haben wir überhaupt so viel Honig? Ich glaube nicht, ja. Mit einer Latzhose, na klar. Logisch. Was habt ihr gegen Latzhosen? Verstehe ich nicht. Was habt ihr denn gegen Latzhosen? Genau. Klar, meine Eichen müssen auch mal gefällt werden. Was denkst du, Schlange? Eine deutsche Eiche muss gefällt werden. Nein, Scherz, um Gottes Willen. Bloß nicht hier, ne? Ob Annette oder Natalie, das ist doch egal. Wegen mir kann sie auch Clotilde heißen, das wäre mir auch egal. So, Auflauf mit rote Pilze. Oh Gott, ich hab glaube ich... Ich mach mir heute echt keine Freunde, kann das sein? So, grundlegende Rezepte. Melonenmus. Ich ruf sie dann doch, Alte. Naja, falsch machen kannst du dabei nix. Elfriede, genau. Wenn du Alte sagst oder ne, da kannst du nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich habe heute echt zu viel Waschmittel geschnüffelt. Das war nicht gut. Und ich wollte doch nur ein paar Samen verdienen, Mensch. So. Leer sind wir. Verkaufen können wir auch, wenn es regnet. Unser Freund ist ja auch immer parat.